Okay, da sind wir wieder bei Minecraft Hardcore. Es ist wieder eine Woche vergangen und die Mod bzw. das Texture Pack ist noch nicht geupdatet. Wir haben zwar jetzt eine Textur für Mud, aber noch nicht für die Mud Bricks. Das heißt, ich kann immer noch nicht testen, ob das, das muss wieder dahin, ob das so okay ist. Aber wir können trotzdem heute in der Maya-Stadt weiterarbeiten. Wir haben noch Straßen zu verlegen, dass die Fischerhütte. Das Ding ist fertig, das heißt, da können wir auch schon mal die zwei Schematics platzieren. Ich will das dann in einem Durchgang alles bauen, damit ich auch eine schöne, lange Replay-Mod-Timelapse draus machen kann. Das heißt, wir bauen wahrscheinlich heute noch nicht, wir bringen vielleicht schon Material rüber. Da müssen wir wirklich mal schauen, was mir bei der Gelegenheit gerade auffällt. Ich sollte vielleicht mal ein paar Akazienbäume pflanzen, weil ich glaube, Akazienholz brauchen wir tatsächlich auch für die Fischerhütte. Ich bin mir ziemlich sicher, die verwendet Akazienholz. Ich weiß nicht, ob irgendwelche von den Bäumen hier wachsen, weil die Bäume hier sind ja auch im Weg. Aber mal schauen. Reicht ja, wenn ein paar von denen wachsen. Mensch. Da hatte ich glatt einen Frosch im Hals. So, das hier kommt wieder weg. Und ja, ich überlege gerade. Also mit dem Material vorbereiten mache ich offscreen, beziehungsweise dass ich halt alle Rohstoffe da habe, weil ich müsste halt alle Rohstoffe halt direkt da haben für alle Gebäude, dass ich möglichst nicht wieder hier hin muss, weil das mag Replay Mod ehrlich gesagt nicht so gerne, wenn man das Gebiet verlässt oder am besten noch durch den Nether. Das sorgt ja dafür, dass die Chunks entladen werden und ja, Replay Mod mag das nicht. Wie sieht es aus mit grauer Farbe? Es ist nicht so viel. Wir gucken mal, was wir noch da haben. Ansonsten müssen wir noch welche duplizieren. Moment, Beton ist hier auf der Ebene. Ja, so viel ist es nicht. Also ich dupliziere lieber noch ein bisschen was. Ist ja alles kein Thema.
Dann können wir noch ein paar andere Farben nachproduzieren, die wir für Crossroads-Tempel zwischendurch brauchen. Hier lang. Was auf jeden Fall spannend wird, ist genug Strohblöcke zu haben, weil die sind teuer wie sonst was. Ich meine, der Breadmaker, der braucht halt Unmengen an Knochenmehl dafür. Das hier müssen wir auch alles noch ein bisschen aufbessern. Aber nicht jetzt. So, wir brauchen das hier. Wir legen uns kurz ins Bett, um den Respawn-Funk zu setzen. So, wir brauchen einmal alle Farben, die im Umfeld von Crossroads Temple vertreten sind. Welche fehlt noch? Lila. Na, jetzt ist auf. Jo. Hier. Den. Den. Und dann müssen wir den Chunk Loader noch aktivieren. Okay, das funktioniert. So, und das läuft. Habe ich den Shader aus? Jo. Das erklärt auch, warum ich vorhin eine relativ gute Framerate hatte. So, während das läuft, können wir ein bisschen Obsidian hacken. Wir müssen nicht mega lange hier sein dafür. Aber dadurch, dass wir jetzt Schulkerboxen haben, ohne Ende, da können wir auch noch mal gucken, wie viel wir jetzt haben, beziehungsweise ob die Farm noch produzieren kann. Und ob wir da schon wieder nachhelfen müssen. So, hier mal kurz ein bisschen aufhellen. Nein. So. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Ach, das ist einer von denen hier. Aber die Dinger nehme ich auch gerne mit.
Okay, so hoch ist der Turm auch gar nicht. Ich glaube, das waren 20 Ebenen. Ich meine, die Türme gehen halt auch durch die komplette Insel durch bis ganz nach unten. Okay, die Portale machen da hinten Party. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht, dass wir die auch abbauen. Also nicht die Portale, sondern die Türme halt unterhalb der Insel. Ich weiß ehrlich gesagt eh noch nicht, was ich hier bauen will, weil meine ursprüngliche Idee ist inzwischen gemacht worden und zwar viel, viel größer und auch in Hardcore. Ein bisschen was haben wir. Gucken wir mal schon mal, wie viel das gemacht hat. Einfach nur, um zu sehen, wie viel Zeit wir hier ungefähr verbringen müssen. Ja, also man sieht, da kommt ein bisschen was bei rum. Ich muss ja sagen, ich habe vor einer Weile noch eine Farm gesehen, die den River in der Startplattform einschließt. Da drüben, wo jetzt unser Sandduplikator arbeitet, um Obsidian zu farmen. Und ich denke mir so, ja, kann man machen. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht gerade über 40.000 Obsidian brauchst, bist du besser dran, einfach das Obsidian vom End abzubauen. Was halt auch den zusätzlichen Nebeneffekt hat, dass wenn man da später was bauen will, die Türme nicht im Weg sind. Und wenn man richtig übertreiben möchte, kann man danach den Drachen einfach nochmal spawnen und hat wieder 40.000 Obsidian zum Abbauen.9K. Dann könntest du am Ende des Streams ja deine 10K haben.
So, das Obsidian packen wir hier rein. Und das Redstone-Kit ist überfüllt. Ein bisschen was muss noch. War ja auch noch ein bisschen was in Hoppern stecken dürfte, oder? Nee. Ich meine hier. Wenn man auf der 1.1 wählt, hast du dir eine Fabric-Mod, die nicht Client-Side ist, zum Hinzufügen aussuchen. Du registrierst das über ein Glücksrad. Meine Hardcore mit Glücksrad hätte auch was. Nur wann wird das Glücksrad dann gedreht? Weil der hat wahrscheinlich ja nicht, der Mann stirbt. So, einmal den Chunkloader deaktivieren. Ja, wenn eine neue Minecraft-Version noch so ist, eine neue Mod. Damit macht man sich aber auch die Liste der Mods, die man jedes Mal updaten muss, auch immer länger. Und vor allem, zählen nur volle Minecraft-Versionen oder jeder Hotfix? Wenn dann musst du entscheiden, kannst du für die kleinen Upgrades keine Mods, für die großen Upgrades größere Mods. Ich bin aber auch jetzt kein Freund von vielen der großen Mods. Weil viele große Mods halt wirklich darauf ausgelegt sind, Vanilla Minecraft zu ersetzen, statt Vanilla Minecraft zu erweitern. Hier ist auch noch das Grau. Mensch, da haben wir sogar genug. Stimmt, waren ja nur 8 Farben.
Wenn du Angst hast, dass Updates hast, das über den CurseForge Launcher machen. Ja, ich muss sagen, ich finde CurseForge, da gab es, glaube ich, auch einige Dinge, die passiert sind über die letzten Jahre. Ich weiß nicht mehr konkret was. Aber auch die Modder entfernen sich, glaube ich, zunehmend davon. So, mal gucken. Ist das hier vollgelaufen? Ich hoffe nicht. Okay, ja, dezent. Ganz dezent ist das vollgelaufen. Also eine Seite, die ich immer wieder mitbekomme, ist ModRinf. Teilweise halt auch komplett eigene Seiten. Moment, so hier, boom. Man könnte fast meinen, das wäre ein bisschen übertrieben mit den Shulker Shells. Aber wir haben einfach jetzt schon so viel davon. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn die Farm mal kaputt gehen sollte, weil der Shulker stirbt, dann werde ich erstmal sie nicht reaktivieren. Könntest du als erste Mod hier hinzufügen, dass du vertikale Slabs machen kannst und du hast mehr Slabs und Stairs. Die Carpenter-Mod hatte das ja im Prinzip, dass du wirklich aus allem alles machen konntest, dass du auch zum Beispiel Blöcke wie Sandstein glänzen, nicht glänzen, leuchten lassen konntest, indem du halt, das ist halt diese Rahmenblöcke, da konntest du einen beliebigen Block draufpacken, damit er das Aussehen annimmt und die Eigenschaften. Und wenn du dann zum Beispiel noch mit Glowstone das drauf bist, hat er geleuchtet wie Glowstone und solche Geschichten. Und diese Blöcke gab es halt in Form von Stufen und Treppen und Zäunen. Da konntest du halt wirklich alles mitmachen. Was ich halt noch sehr gerne hätte, wäre sowas wie die Drawer-Mod. Ich finde, das hätte man in Minecraft integrieren können, einfach damit man nicht irgendwie 10 Kisten mit dem gleichen Item haben muss. Aber das ist halt etwas, was ich aus Life in the Woods kenne. Aber ich möchte ja ehrlich gesagt hier auch möglichst vanilla bleiben. Also selbst, dass ich die Game Rule ändere. Ich meine, was ich vielleicht machen würde, ist, wenn es eine Game Rule geben sollte, mal für Inventar-Slots oder so, dass ich da irgendwie mir ein Regelwerk übernehme, das dann an die Advancements binde und dann irgendwie gucke. Look at a parrot through a spyglass. It's a balloon. Ja, ich brauche auch noch unbedingt eine, wie heißt es? Eine Drown Farm. Da habe ich die Tage tatsächlich noch nach einem Ort gesucht, wo wir eine bauen können. Nur das Ding ist, die muss in einem Flussbiom gebaut werden. Und wirklich große Flussbiome gibt es erst in 1.18 Gebieten. Aber ich möchte jetzt auch nicht bei der Maya-Stadt so ein Ding bauen.
Was die Drawer-Mod macht, ist im Prinzip eine Alternative zu Kisten. Du hast statt einer Kiste halt so einen Drawer. Und der kann nur eine bestimmte, je nach Größe, halt nur eine bestimmte Anzahl verschiedener Items reinmachen. Du kannst auch einen machen, der nur eine Art von Item unterstützt, wo nur Cobblestones reinpassen. Aber der hat dann halt ne, die Kapazität von mehreren Kisten. Der hat auch keine sowas hier. Sondern machst du halt wirklich mit Linksklick Entnahme, mit Rechtsklick packst du was rein. Und die kannst du halt auch noch aufrüsten. Dass du halt für Sachen wie Cobblestone halt wirklich auch eigentlich nur ein Item, nur ein so ein Ding brauchst. Und es gab auch noch so Compacting-Dinger, wo du zum Beispiel dann Eisen oder so reingepackt hast und da konntest du halt Bedarf immer Nuggets, Barren und Blöcke rausnehmen. Der hat dir das praktisch dann bei Bedarf konvertiert. Hier ist übrigens noch ein Villager, wo wir uns überlegen können, was wir mit dem machen. So, wir wollen das Zeug einlagern. Nein und nein, sondern nur das hier. So, grün, ich wollte schon sagen, grün habe ich noch irgendwo. Ich bin inzwischen wirklich versucht, dann an den Stellen, wo Concrete Powder keinen Sinn macht, mit Terrakotta weiterzumachen. Ich habe auch ein bisschen Terrakotta wieder durch den Schmelzer gejagt und vielleicht holen wir heute noch ein bisschen Lehm aus der einen Höhle. Was ich gemacht habe, man sieht, ich habe hier jetzt einige von denen. Ist es lila Glazed Terrakotta mit dem Pfeil? Das können wir dann zur Orientierung in Höhlen einsetzen. So, dann ab in den Dschungel, dass wir da ein bisschen vorbereiten, dass wir halt auch vor allem die ganzen Baustellen mal vom Bambus und so befreien und halt die ganzen Straßen ziehen, dass wir uns besser orientieren können. Hier. Es ist einfach schon Tag 1700. Ich weiß nicht, ob ich für einen 2000-Tage-Film irgendwas raushole. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Montage wieder machen soll wie für die 1000 Tage. Oder mehr so einen erzählten Film. So, wir brauchen dafür wahrscheinlich auf jeden Fall die Axt. Bambus ist so eine Plage. Kann man nicht anders sagen.
Finde keine Mod, die dazu in der Lage ist, das Inventar zu vergrößern. Ich kann mir vorstellen, dass da intern einfach viel an der Spiellogik dranhängt, dass das diese bestimmte Größe hat. Was aber halt, finde ich, die Entwickler bei Bojang nicht aufhalten sollte. Kannst du eine Rucksackmod nehmen? Ich hab, also eine Rucksackmod ist unnötig, ganz ehrlich, wir haben Schulkerboxen. Ich rede ja schon von meinem eigentlichen Inventar. Und gerade wenn Mojang auch noch will, dass wir so Sachen wie jetzt das Fernrohr oder so, ich meine, Optifine Zoom habe ich ja im Moment nicht. Es gibt wohl eine Mod, die dir den Hotkey praktisch ersetzt, dass du halt, wenn du ein Fernrohr irgendwo im Inventar hast, mit C durchgucken kannst, was ich gut finde. Aber ich möchte halt auch möglichst wenig mit Mods arbeiten, weil du hast auch immer die Gefahr, dass sie nicht mehr weiter geupdatet werden. Und wenn du dann Items aus den Dingen aus der Mod hier hast, ist halt immer tückisch. Was ich auch die Tage gesehen habe, war ein Video zum Thema XP in Minecraft und wie man die größten XP-Orbs herstellen kann. Und dafür wären ja eigentlich am ehesten noch Öfen geeignet. Und ich überlege manchmal, ob das sinnvoll wäre, in den Spawn-Chunks irgendwie eine riesige Kaktusfarm zu haben, die einfach nur Öfen füttert, um da die XP abzufarmen. Das Video über das God Particle, genau. Ah, hier ist noch ein großer Turm, den hätte ich auch schon mal bauen können. Aber den können wir dann auch zumindest schon mal. Da können wir schon mal die Schematik platzieren. Nein. Schematic Placements. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum das dann hier wieder unnamed ist, weil es irgendwie 10-mal den Namen braucht. Okay, so rum. Eins runter und dann tendenziell drehen wir es nach hier. Was ich mal ausprobieren muss, weil Lightmatic hat auch eine Einstellung, die es wohl ermöglicht, dass man einfach nur auf die Schematic zeigen muss und wenn man die Sachen im Inventar hat, dann werden sie halt auch an die richtige Stelle platziert. Das muss ich mal ausprobieren. Das könnte die Sache ein bisschen zu einfach machen. Aber ich wäre jetzt auch nicht grundsätzlich dagegen.
Habe ich noch Platz hier in der Kiste? Hier. Latmetica Printer, der ist sehr angenehm. Ja, dieses Easy Place. So, Moment, wir spawnproofen die ganze Sache hier mal ein bisschen. Oh, direkt zwei von ihnen. Aus irgendeinem Grund konnte ich ihn jetzt gerade nicht treffen. So, ganz ehrlich, Schießpulver habe ich genug, dank der Raid Farm. Was haben wir hier? Fischerhütte, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dafür habe ich nämlich extra den Schematic schon rausgesucht. Okay, da fehlt uns ein Glowstone, wie es aussieht. So, das heißt, die laden wir auch, beziehungsweise wir müssen Loaded Schematic, Load Schematic. Was? Unload. Okay, das ist das von heute. Kann ich nicht irgendwie eine Schematik bearbeiten? Weil das ist verwirrend, dass der hier jetzt irgendwie hier beide mal den Namen Steinmetz verwendet. Schematic Manager. Also irgendwie hat das Ding zwei Namen, das ist nervig.
Das Ding müssen wir direkt erstmal drehen. Jo. Man sieht schon mal die grobe Form, oder? So, ich überlege gerade, wie wir das hier am geschicktesten machen mit dem Straßen, so ob wir hier durch überhaupt Straßen ziehen sollen. Kann hier selber S4-Gebäude designen. Im Moment versuche ich sie ehrlich gesagt eher selber zu designen. Es gab zwar auch schon Fälle, wo ich mir überlegt hatte, ob ich mal einen Contest dazu machen soll. Aber ich gehe da davon aus, dass die Beteiligung sehr gering wäre. Na? Moment, das machen wir weg. An Wanderbandabspruch auch einen Custom-Baum. Theoretisch, sobald du ein Abo hast. Stimmt, ich muss dich noch auf die Liste schreiben. Bin mit den Bäumen wieder ein bisschen hinterher, ehrlich gesagt. Zum Glück war ich vor kurzem noch in der Dings-Farm. Und zwar Creative Element. Wenn du besonderes Material haben willst, ist jetzt die Gelegenheit, das anzumerken. Goldstamm ist leider ab Tier 2 und höher. Redstone Blätter ist eine Möglichkeit, ja. Ist nur tatsächlich im Moment teurer für mich als Emerald. Was habe ich denn hier?
Was gehen würde, was vielleicht gut zum Redstone passt, wäre ein Stamm aus Kupfer. Hat bis jetzt, glaube ich, auch noch niemand. Ja, komplett Redstone. Ich glaube, dass das vor allem mit der Textur, die es bei Miese hat, halt nicht gut aussieht. Also ich würde dir schon empfehlen, den Stamm aus irgendwas anderem zu machen, was gut dazu passt. Meine, wenn du gelb haben willst, muss es ja nicht unbedingt Gold sein, oder? Ich meine, es gibt ja auch rotes Terrakotta und so. Nicht rotes, gelbes Terrakotta. Da sind die Schildkröten. So, ich schmeiß, ganz ehrlich, ich schmeiß den Bambus einfach hier rein. Ach ja, und ich habe hier bei dem Haus zwischendurch mal Glasscheiben hinzugefügt, weil das mittlere Wohnhaus war irgendwie das einzige, was das nicht hatte, glaube ich. Das ist einfach sicherer so. Darf ich mit den 10k los oder braucht jemand anderes für mich gegen dich kämpfen lassen? Ich meine, theoretisch. Willst du jetzt hier einen Kopfgeldjäger anheuern oder was? Alpanda Jaguar, willkommen zum Stream. Ah, hier können wir auch lang, sehr gut.
Passt sogar perfekt, nice. Das passt perfekt. Ich kenne einfach eine Person, die deutlich besser ist als ich. Dann hätte ich einen Safe-Win. Du gönnst mir aber auch nicht, dass ich mal ein bisschen Elo sammle, oder? Ich habe noch kein einziges Ranked-Match gemacht. Ziegenzucht, das wird auch ein lustiges Gebäude. Und vor allem eins, was ich da auch nach unten verlege. Holy shit, was habe ich mir denn hier gedacht? Wasserwerk. Irgendwo hier war noch war die zweite Fischerhütte, glaube ich. Nee, Getreidefarm. Loaded. Load Schematics. Moment, ich sollte vielleicht erstmal Schematic Manager. Was? Nein. Meine Axt. Es muss noch eins nach unten, würde ich sagen. Laufen da eigentlich noch ein paar Mobs rum und hast du schon alle entfernt. Ich habe hier eigentlich relativ viel gespawn-proofed inzwischen. Im Moment versuche ich hier möglichst die Straßen zu ziehen. Okay, das ist der Panda, ich wollte schon sagen. Der Stamm aus Rohgoldblöcken. Nein.
weil es von der Wertigkeit genauso ist wie normales Gold. Ich meine, ja, ich kann Gold inzwischen farmen, aber es ist halt für T2 und höher. Aber wie gesagt, ich glaube, dass gelbes Terrakotta gut funktionieren könnte. Da ist ein Skelett. Und noch viel Schlimmeres. Okay, ich sollte wohl schlafen. Mit Netherwarzenblöcken. Mit Netherwarzenblöcken sieht das aber schon ein bisschen sketchy aus, so mit. Als wäre es halt Fleisch oder so. Ich sehe den Mond leider nicht. Schade, dass man aus Kupfer keine Werkzeuge machen kann, dass das Kupfer nur zum Bauen gut ist. Ja, wobei man muss dazu sagen, dass Lapis Lazuli halt auch lange genug ziemlich nutzlos war, bis es dann an Verzauberung geknüpft wurde. Also ich wäre überrascht, wenn da gar nichts mehr käme. Aber ich glaube, dass es einfach noch ein paar Updates brauchen wird. Geht Map Art an den Baum? Nein, weil Map Art müsste ich erstmal aufsetzen. Wow. Kommt hier einfach so ein Drowned. Füllt mein Kupfer gleich auf die Kohle oder öfter als Kohle. Kupfer gibt halt aber auch einfach richtig viel Zeug, deswegen. So, diese Straßen, die hier entstehen, werden alle noch jeweils ein Feld breiter. Also, dass sie halt eine Dreierbreite haben am Ende. Im Moment ist das halt erstmal nur, dass ich das halt problemlos
anpassen kann. Kannst du sagen, wie ein Redstone-Block in dem Texture-Pack aussieht? Moment. Brauche ich irgendeinen Ort, wo wir eine Ender-Chest haben? Da. Das ist Redstone in dem Texture-Pack. Jetzt im Moment ohne PBR, weil die aktuelle Version von Iris das noch nicht hat. Ich wäre ja langsam mal dafür, dass es wieder Tag wird. Wie wär's? Ist die Minecraft-Musik aus? Läuft die RZ? Die läuft auch jetzt gerade. Was ich, glaube ich, vergessen. Ja, ich habe feindliche Kreaturen wieder auf 5% runtergestellt, weil ich in der Raid-Farm war. Okay, ich dachte schon, da stünde ein Creeper. Aber es war nur ein Kaktus. Wow. Heilige Scheiße. Das könnt ihr doch nicht machen. So, das kommt da rein. Es wird langsam wieder hell. Ja, wir haben überall wieder Blocklicht 15. Nicht Blocklicht, Skylight. So, einmal ab ins Haus. So, die restlichen Straßen anbinden, macht nur Sinn, an die Gebäude anbinden, macht nur Sinn, wenn wir die Gebäude stehen, beziehungsweise wenn wir wissen, wo die genau die Türen sind. Was hat denn bei mir eine 5x3 Breite? Mit Metzger? Bäckerei. Könnte auch. Nee, könnte Mühle gewesen sein. Ich muss mal kurz hier auf meinem Schreibtisch das ausgraben, weil ich habe hier noch eine uralte Liste mit den Grundrissen.
Okay, das ist der Metzger. Weil die Mühle hat 4x3. Stamm aus gelbem Beton und den Dings aus Redstone-Blöcken. Okay. Das wird teuer genug. Hier. So, ich brauche dir nochmal ein Schild. Das Ding ist, ich weiß halt. So, ich weiß halt leider nicht, in welcher Richtung ich die Dinger ausrichte. Ich meine, wahrscheinlich mit der Tür nach da, nehme ich an. Ja, weil ich glaube, hier ist zum Beispiel die Tür hier, weil hier ist das Feld. Das sieht dämlich aus. Moment. Hier, hier, hier. Oh, Papageien.
So, die Metzgerei hat, glaube ich, ist, glaube ich, hier ist, glaube ich, das Hauptgebäude und hier ist, glaube ich, dieser Teil, der offen ist. Die Person, die in S4 für mich kämpfen sollte, hat abgelehnt. Ja, musst du wohl selber machen. Hier ist wieder die Fischerhütte, das heißt, hier machen wir mal klar Schiff. Und da hat es aufgehört zu regnen. Nice. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, super. Das ist wieder so eine Richtung, wo du den Weg gar nicht gerade durchführen kannst. Moment, was? Wenn hier schon der Metzger ist, dann kann ja das nicht der Metzger sein. Was hatte ich denn noch mit einer 5x3 Größe? Das war doch nicht so viel. Nahrungsgebäuden ist es nur der Metzger. Jetzt bin ich verwirrt, weil Metzger und Bäckereien nebeneinander ergibt Sinn. Und da nicht in der Nähe ist ja auch die Tierfarm. Dann weiß ich aber gerade nicht, was das andere ist. Das ist gerade sehr mysteriös.
Aber wie gesagt, was jetzt das da ist, ich bin da sehr überfragt. Was ich noch nicht gesehen habe, ist die Baustelle für die Mühle. Also vielleicht war das hier doch als Mühle gedacht. Und ich habe hier einfach nur eine Reihe zu viel reingezogen. Meine Mühle und Bäckerei nebeneinander ergibt ja auch Sinn. Das ist noch eine Fischerhütte. Was hier auch noch hin müssen, sind mehr Türme. Ja, scheint so. Dann ist das wahrscheinlich die Mühle. Wie ich es auch zuerst dachte. Ich nehme an, dass der Eingang hier ist. Ich programmiere einfach eine KI, die für mich kämpft. Ja, klar. Also das kannst du dann ja auch, du kannst dich ja gerne bei Settlers United dafür melden. Da wird ja im Moment auch an einer neuen KI für Siedler 3 gearbeitet. Ich sollte auch eine KI machen, die für mich die Missionsguides macht. Ich habe schon verstanden, dass das ein Witz ist. Bei mir braucht man kein Sarkasmus-Schild. Zumindest meistens nicht.
Was soll ich mit einem Schild? Ich meine, du kannst es ja machen wie Iron Man in Civil War und einfach meine Kampfmuster analysieren. Ich denke, da gibt es... Na gut, gegen Spieler gibt es wenig Bildmaterial, aber... Für meinen Spielstil sollte es reichen. Also hier muss auf jeden Fall noch ein Weg hin. Analysiere den, der S4 analysiert hat. Warum nicht? Ach, Förster, Sägewerk, Holzfäller, wer braucht sowas schon? Ich habe ja schon mal überlegt, ob ich versuchen soll, die drei Völkerkampagnen ohne Holzfäller durchzuspielen. Du meintest dein Land mit Türmen. Ach, er braucht denn Türme? Also langsam sieht man doch was. Moment, hier fehlt ein Glowstone. Schematic Placements. Nein, ich möchte ein neues Placement erschaffen. Und das ist falsch rotiert. Was habe ich denn hier gemacht? Ist das richtig? Ich meine, anscheinend.
Was habe ich mir denn hier gedacht? Das geht ja mal gar nicht. Also man, es sollte halt schon die Tür zur... zur Küste zeigen. Nein, das machen wir wieder weg. Die Wege müssen nicht vor jedem Gebäude vor die Haustür führen. Okay, also das können wir zumachen.
So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Loaded So, man muss hier auch noch Rename auch noch bestätigen. Das ist ja wirklich total toll. Ja, gut, ich werde jetzt gerade sowieso noch nicht bauen. Es geht mir im Moment nur darum, dass die Schematics schon platziert sind. Vielleicht arbeiten wir hier drüben dann mit einem kleinen Turm. Sagen, das hier ist noch nicht so besiedelt, deswegen sind es auch noch keine Straßen hierhin. Mal gucken. Also so langsam erkennt man eine Struktur. Aber da wir noch so viel Platzhalter hier haben, finde ich es schwierig, weitere Sachen zu planen auf die Weise. So heißt, was ich heute noch machen möchte. Was machst du euch, wenn du spontan stirbst? Wahrscheinlich depressiv werden, keine Ahnung. So, schauen wir mal, ob wir die Höhle wiederfinden. Oder ob ich sie wiederfinde. Aus einer Trojanerstadt in der neuen Welt. Also, die Trojaner, also ich möchte gerne die ganzen Siedler-Sachen möglichst in dieser Welt haben.
Irgendwie, es zeigt doch, glaube ich, in die Richtung, in die man zeigt, oder? Als ob der. Kann ich den Pfeil nicht nach oben zeigen lassen? Also nach unten geht, also muss es noch nach oben gehen. Okay, ach, das ist ja. Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Also auf irgendeiner zeigt es immer nach oben. Okay, ich würde behaupten, das war eine beschissene Idee. Weil das ordentlich zu platzieren, das ist, halte ich für bescheuert. Also ich glaube, die packe ich in die Kiste und rühre sie nie wieder an. Ist ja nur schlimm. Dunkles Volk in Minecraft hat was von Splatoon. Stimmt, so ein bisschen. Aber bist du dann ein Squid Now oder ein Kid Now? Ah, ich glaube, wir sind hier. Hoch, falsches. Falsche Schaufel.
Es ist leider nur so chaotisch hier. Okay, wir machen jetzt das Wasser weg, das ist mir zu blöd. Angefangen mit der Quelle hier oben. Ich finde, dass das auf einen S4 Roleplay Minecraft Server kommt drauf an, wie er funktioniert. Boah, hier hängt so viel Gestrüpp, das ist nicht normal.
So, dann haben wir nämlich jede Menge Lehm, was wir mitnehmen können. Ich meine, wenn wir eine Lehmfarm haben, wird das alles ziemlich unnötig, was ja jetzt mit 1.19 auch funktioniert. Ich meine, es gibt ja die Minecraft Origins Mod. Dafür könnte man vielleicht auch, darüber könnte man vielleicht so eine Art Völkersystem auch lösen. Und ich glaube, diese Mod ist auch ihrerseits modifizierbar, um eigene Klassen zu ermöglichen. Komm, hier. Und dann machen wir nämlich hier zu. Also was sind die ganzen Spezialfähigkeiten? Ich würde es vielleicht eher auf Stats und also ich meine, die Amazonen haben ja zum Beispiel in Siedler 3 weniger Gesundheit auf ihren Soldaten. Ach so Scheiße, da geht's ganz schön weit runter.
Wollte ich dann sagen, mit 3 geht's doch. Und dann machen wir hier weiter. So, dann machen wir hier zu. Oder auch nicht. Dann denkst du, hast du eine Wasserquelle weggemacht und dann ist die nächste da. Meinst du, SV könnte ein Lust auf so einen Server? Ich glaube, bei einigen Clans sind auch einige Siedlerleute dabei. Aber ich glaube, in der Masse wird es schwer. Ihr seid auch so die Frage, was machst du auf dem Server dann? Kämpft man dann auch regelmäßig gegeneinander? Ich finde auch immer Kriege in so RP-Geschichten immer so ein bisschen schwierig.
geführt werden muss, wahrscheinlich das Roleplay entscheiden, das so also waren. Genau, aber Anführer ist halt auch so die Sache, da kannst du halt auch unterschiedlich was machen. Und den Spieler halt auch noch ein bisschen mit Ausrüstung halt speziell hervorheben. Aber zum Beispiel, der Krieg soll ja eigentlich nicht nur sein, tötet 100 Mal alle die ganzen gegnerischen Spieler, vor allem wenn die halt immer respawnen, aber für Hardcore wäre das, finde ich, auch nicht geeignet. Das ist halt die Frage, um was lässt man die Spieler kämpfen? Wow, das war scary. Ja, aber was für Features nimmst du? Also das. Vor allem sollen die Spieler auch einen Grund haben, sich nicht immer gegenseitig abzuschlachten, aber sie sollen halt auch einen Grund haben, schon gegeneinander zu kämpfen und miteinander zu konkurrieren. Oder vielleicht auch Allianzen zu gründen. Und sich dann auch wieder zu hintergehen. Ja, das Dunkle Volk ist auch so eine Sache. Ich glaube, das Dunkle Volk kriegst du schlecht als Spieler, beziehungsweise wenn, musst du halt ihn irgendwie, glaube ich, halt in der Version von Zombies als mögliche Beschwörungsgeschichte da zur Verfügung stellen.
So, dann packen wir das noch in die Lehmkiste. Ich glaube, Terrakotta ist hier. Genau, aber dann packen wir nämlich die, ganz ehrlich, dann kommt das hier weg. Das kannst du vergessen. Dann ist nämlich auch wieder Platz in der Kiste. So, wir haben endlich mal eine halbwegs ordentliche Menge Lehm. Und ja, ich habe auch ein bisschen was geschmolzen schon. Also ich muss da noch ein bisschen was vorbereiten. Ich weiß noch nicht, ob wir nächste Woche schon weitermachen oder ob ich da an dem Samstag eine andere Verpflichtung habe. Das muss ich mal gucken. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, weil ich vermute, ehrlich gesagt, dass das Texturenpack vielleicht da noch nicht bereit ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, womit ich das sonst noch füllen soll. Dann habe ich notfalls auch noch Zeit, die Gebäude vorzubereiten und die Schulkerboxen dafür vorzubereiten, dass wir alle Materialien direkt mitnehmen können. Ich danke auf jeden Fall fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.